Stolz hält er die Deutschlandflagge hoch. Er hat es geschafft. Felix Streng hat bei den diesjährigen Paralympics in Tokio im 100-Meter-Sprint zum dritten Mal für Deutschland Gold geholt. Und nicht nur das, auch im 200-Meter-Sprint konnte Streng die Silbermedaille ergattern. Und das trotz einem Muskelfaserriss. Ja, ich glaube, das ist ein ganz besonderer Moment, auf dem Treppchen zu stehen. Die Fahne wird hochgefahren, die Nationalhymne läuft. Und in dem Moment ist man, glaube ich, total überwältigt von seinen Gefühlen. Man weiß gar nicht richtig, was man fühlen soll. Auf der einen Seite natürlich die Freude, auf der anderen Seite natürlich die Erinnerung an die ganze Zeit, die natürlich dann auch einem im Kopf kommt, wie viel Arbeit man da reingesteckt hat, wie viel Training dahinter steckt. Und dann in diesem Moment, dass sich das alles so ausgezahlt hat, ist, glaube ich, ein unbeschreibliches Gefühl, wo auch die positiven Emotionen eindeutig dominiert haben. Anfang dieses Jahres hat Streng sein System komplett umgestellt. Neuer Trainer, neues Umfeld, neue Prothese. Für sein Training ist er sogar nach London gezogen. Bei einem Besuch in der Heimat wurde der Athlet von Oberbürgermeister Dominik Sauerteig persönlich empfangen. Streng, freue mich heute ganz besonders über diesen Termin. In der Hochkoburg-Arena durfte sich Streng in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Ich glaube, wir haben uns alle wahnsinnig gefreut, dass Felix in Tokio jetzt auch die Goldmedaille im Einzel gewonnen hat. Felix ist ja ein menschlich geerdeter Sportler, einfach sympathisch. Insofern freut sich, glaube ich, die ganze Region mit ihm. Bereits seit 2018 ist Felix Streng ein Botschafter des Coburger Landes. Die Eintragung ins Goldene Buch rührt ihn sehr. Entstanden ist, weil ich glaube, die zwei Medaillen haben dieses Jahr auch nochmal eine besondere Geschichte. Sport steht für ihn als Sinnbild des Lebens, so Streng. Zukünftig will er auch weiterhin mit seinem Team in London trainieren, um seine weiteren Ziele zu verfolgen. Die nächsten Jahre stehen auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften an, wo ich immer gut vorbereitet sein möchte, wo ich meine Top-Leistung abrufen möchte. Und natürlich geht es jetzt auch dieses nächstes Jahr darum, nochmal in neue Sphären vorzugreifen, neue Bestzeiten zu laufen. Ich glaube, da ist auch unser Ziel, eindeutig schneller zu laufen und auch nochmal den Weltrekord anzugreifen. Große Klasse, Felix. Wir wünschen dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg. Coburg ist stolz auf dich.